Hier spricht Oskar, willkommen zurück bei Terraria mit dem Darathon. Wir sind noch dabei. Hi. Hi, grüß dich. Erzähl von deinem Abenteuer vom letzten Mal. Sehr dünnem Eis, würde ich sagen. Hier sieht man auch das Ausmaß von dem, was passiert ist. Wortwörtlich dünnes Eis. Was sind das denn für Blöcke? Ich möchte die gerne abbauen. Kann ich die? Also, das sind nicht mal echte Blöcke. Ja, das ist ja eine miese Nummer. Wie viel sind wir hoch? Ja, ich bin ja wie immer der Hausbauer. Jetzt bin ich gekommen. Wir sind zwei Blöcke hoch, hast du gesagt, oder drei Blöcke? Eins, zwei, drei. Drei Blöcke sind wir hoch? Beantworte meine Frage. Wir sind drei Blöcke hoch. Okay, warte, auf diese Blöcke dürfen sie nicht bauen. Fuchs und Raiffeisenbanken. Oder? Das ist mein Grab. Ich habe so ein schönes Grab. Und eine Trap, eine Dart-Trap, natürlich. Achso, okay, dann sind wir hier, sind wir doch hier einen höher. Ja, ich habe ein Haus gefunden. Aber nicht meins. Du gehst mir doch hier nicht... Ich habe ein unterirdisches Haus gefunden. Ich wollte gerade sagen, du gehst mir doch hier nicht hausfremd. Ach, Quatsch. Dabei habe ich so schön hier alles vorbereitet und dann machst du so eine Scheiße. Ich habe einen Webstuhl gekriegt. Und ich habe einen Eisbumerang, einen schäbigen Eisbumerang gefunden. Nice. Man darf auch mal träumen, ne? Man darf auch mal go big träumen, ne? Und deswegen baue ich jetzt mal hier ein Design. Gibt es ja eigentlich sowas wie Physik? Also so, dass ich irgendwie Steine nicht in der Luft bauen darf oder so? Wir sagen einfach nein. Es gibt bei Terraria keine Physik. Das wäre noch schlimmer. Es gibt Schwerkraft, das reicht schon offensichtlich. Ja, die hast du ja. Damit habe ich schon Probleme genug. Ich wollte gerade sagen, die hast du ja schon ausgenutzt. Ausgereizt, ja. Ja, im hohen Sinne. So. Wenn du nach Hause kommst. Okay, ich komme. Irgendwann mal. Nicht jetzt. Nein, ich muss jetzt sowieso nach Hause. Nee, es ist doch. Willst du schon mal sehen, dass wir ein bisschen mehr. Autotränke? So, jetzt schön nach hinten. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ah, wow. Die Nacht ist dann wieder bestimmt 2 Wochen lang. Und wie bei Riddick. Wo die Nacht einfach mal so 4 Wochen geht. Na. So, es gibt. Wurmlochtrank, how to. Teleportiert dich zu einem Gruppenmitglied. Klicke auf den Kopf, um die Karte zu sehen. Oh, was? Sind wir in einer Gruppe? Gibt eine Karte? Es gibt eine Karte? Es gibt tatsächlich eine Karte. Okay. Geh mal bitte in Team Rot. Team Rot, okay. Hast recht, diese Schilder, danke. Ah ja, da bist du. Now I see. Klick da. Gut, nun. Oh, da ist er. Holy shit, guck mal hier. Oh, Teleportation. Momentan. Ich hab Kekse gefunden, als ich aufgeschossen. Lol, wie geil. Alte Kekse. Die hat Oma letztes Jahr nicht gegessen, also werde ich sie dieses Jahr benutzen. Zum Töten. Ah, wobei, so manche Kekse, ja. Mit denen kannst du echt Leute töten, glaube ich. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Guck mal, ich habe Decorations mitgebracht. Ja, ich würde das ganz so haben. Du kannst hier oben machen, was du willst, aber ich will unten die Produktions... What the Also, ich will unten die Produktionsmeile machen. Das heißt, unten so die ganzen Schmelzöfen und sowas. Und hier oben die Etagen, da kannst du halten wie ein Dachdecker. Da kannst du dir deine ganzen Penisprothesen hinstellen oder was du auch immer da hinstellen willst. Ne? Yeah! Also, ne, da kannst du machen, wie du willst. Was ist das denn hier? Eine Steinwand? Oh, how to kill people! Die Waffen töten keine anderen Menschen. Das sind die Menschen töten, nicht die Waffen. Karl, das tötet Leute! Offensichtlich. Guck mal hier, ey. Das ist doch schon mal, wo wir wieder zurückkommen zum Schmelzofen. Willst du den bauen, sonst baue ich den? Mir ist das doch egal. Boom. Ah, kann ich jetzt mehr bauen? Eisenamboss. Boom. Ah, was ist das? Koreanischer Holzbogen. Ah. Was ist das? Anders aussehende Rüstung. Boom. Rosa Vase, Tontopf, Petroleumfackel. Oh ja, das ist schön. Kann ich die jetzt hier so... Orion Holzlaterne, boom! Tada! Zack, ich hab jetzt mal hier vor in unseren Garten... Oh, schick! Ja! In, damit das sieht sehr winterlich aus. Ne? Und ich habe auch unten schon so ein bisschen, wie du siehst, da so ein bisschen gegraben. Um den tollen Steinen. Ich bin immer noch so ein bisschen... Wie kann ich denn hier konsumieren? Wie konsumiere ich denn? Ich habe Bomben gefunden. Oh nein, Hilfe. Mein Stein. Kamelle! Alter, du. Guck mal hier.
Ich hab ein Sternchen. Yay, Bravestar. Alter Vater, was tust du da? Werf die mal lieber in die Höhle da rein. So spät. Alle meine Wappen fallen. Es hat sich gelohnt. Hast du schon eine Truhe gefunden? Ich hab sie mitgebracht. Okay. Oh, eine Truhe, nice. Da kommen wir Stuff and Shit rein. Ja, ich hab das alles gefunden auf meinem Weg. Du bist ein... Glowstones. Glowstones. So, da packen wir jetzt mal hier die ganzen Wintersachen rein. Den Stern, den... Was ist das denn hier? Eine riesige Schleife. Hier, nimm das. Dankeschön. Bitte, so bin ich zu dich. Yay. Viel besser als der Regenhut. Riesige... Ich guck gerade mal, was wir hier so alles haben. Viel besser, jetzt sehe ich auch weihnachtlich aus. Küss mich, du Prinz. Oh, ja. Bin gerade... Alter, dieses Schwert, ne, das ist illegal irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich guck gerade mal hier, was mir... Eine Holzangel. Aha, ein Holz. Und eine Angel wäre geil. Ja, ich kann hier oben mal so ein bisschen... Was haben wir denn hier? Roter Ziegel, grauer Ziegel. Was kann ich denn so machen? Ich kann Ketten bauen, sehr schön. Lorengleise kann ich bauen. Oh, Lorengleise sind natürlich auch ziemlich geil. Soll ich mir mal einen Bogen bauen? Komm, wir bauen uns mal einen Bogen. Eisenzaun, Zinnziegel. Ein Bogen, es ist... Ich glaube, sowas wie Erz haben wir noch nicht, ne? Also ich auf jeden Fall noch nicht. Okay, das sind Eis. Muss ich die... Schau ich mal. Piu. Nein, muss ich nicht. Okay, sehr gut. Und den Fall kann man wieder aufsammeln. Exzellent. So, was kann man wieder aufsammeln? Die Pfeile? Die Pfeile, ja. Du weißt gar nicht, was ich für Pfeile habe. Du hast bestimmt wieder irgendwelche Fenster. Zauberteilpfeile, bam! Alter. Ich bin wie Link aus Zelda. Fette Pfeile. Ich finde das ja super, wie Zelda immer durch die Gegend läuft und das Mädchen rettet. So ist es. Dreck und Zinn und Fackeln. So, wenn es jetzt Tag wird, gehe ich nämlich jetzt auch mal auf eine Adventure. Expedition? Oh. Das gönne ich mir. Da habe ich mir fest vorgenommen. Was kann denn eine Eichel außer nutzlos sein? Oh, das hat er nicht gesagt. Ist so. Was kann denn eine Eichel außer nutzlos sein? Ist so. Nee, das hast du nicht gesagt. Den will ich nicht bauen. Ich will keine... Keine Sorge, liebe Zuschauer, ich finde eure Eichel nicht nutzlos. Ja, so habe ich das jetzt natürlich nicht gemeint. Aber. Hier wird alles immer gegen mich ausgewertet. Ja, ich meine, komm. Nimm das Holz wieder mit. Und den Lehm auch. Und den Stein. Das sieht sicher aus. Das mache ich so. Ist das Eis? Ich schwöre bei Godzilla, ja, wenn ich da drauf rum... Es ist eine Eisplattform. Aber man rutscht auch nicht drauf. Es ist einfach nur Aesthetics. Wenn ich jetzt da runterfalle, ne? Und nein, aber du kannst da unten drücken, dann kannst du da unten fallen. Ah, 79 Damage! F1, ich bin tot. Was ist F1? F1 ist die Hilfetaste bei Windows. Oh, da ist ja ein Mond im Hintergrund. Ja, es gibt auch einen Mond. Ja, ist wirklich so. Die Kraft der Gezeiten. Hey, du bist ja noch. Du bist ja schon wieder da. Wie, ich war gar nicht weg. Doch, du bist ja. So, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier erstmal. Was haben wir denn hier? Eine Holzwand haben wir. Einen Holztisch. Komm, wir bauen jetzt hier erstmal einen Holztisch. Die sind überhaupt gar nicht festlich, die Gegner. Die ziehen sich gar nicht schön an. Und gerade die Dämonenaugen. Die könnten sich ruhig mal so kleine Mützen aufziehen. So, jetzt sorge ich mal dafür, dass wir hier oben uns erstmal hier richtig hinsetzen können und was essen können. So, da kommt der Tisch. Sitzen und essen? Ja. Hier geht es nicht um Sitzen und Essen, hier geht es um, weiß ich gar nicht, um Macht. Es geht immer um Macht. Macht demonstrieren, genau. So, zack, guck mal hier, habe ich hier richtig schön für uns aufgebaut. Hier oben. Das ist aber sehr schön. Warum ist das aber ein Hungertisch, Alter? Ja, hör mal. Wir sind ja auch erst 3 Jahre alt. Ja, kannst du gerade so auf die Tischplatte schauen. Was hast du hier eigentlich hingestellt alles? Was ist das hier? Wie, was ist das alles? Das sind schöne Sachen. No Hobo. Die sind doch schön. Was? Erfolg erreicht keine Penner? Was? Was ist das denn? Was ist das hier? Hier, nimm mal einen Regenhut. Du kannst ihn gebrauchen. Danke. Das ist lieb von dir. Was kann der? Nichts. Er ist Aesthetics. Okay. Einen Abwehr hat der.
Ja, der ist aber für den Kostümslot. Ah, genau. Okay, warte, wo ist der Kostümslot hier? Ja, ah, ich sehe. Siehst du? Das könnte es aber auch wieder Tag werden. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ewige Nacht. 30 Days of Night. Ich sehe das schon. 30 Days of Night, dann, Was? Was? Wie bitte? Wer hat das gesagt? Unglaublich. So, ich will den jetzt hier. Komm her, du. Nein, ich will dich. Ich will dich mit meinem Schwert schmeißen. Oh, nein. Was passiert hier? Was passiert hier? Zack. Warum macht mein Kupferschwert keinen Schaden? Was ist los mit dem? Weil das nur das Anfangsschwert ist und das ist aber dreckig. Ja, hör mal, ich putze das jeden Abend. Ich ja, kümmere mich gut um mein Schwert, ja. Okay. Es wird immer poliert, es wird immer... Damit es kein Rost ansetzt, ja, genau. Ich weiß. Dann wird das Rohr gereinigt vom Schwert, was? Ja, sicher. Vor allen Dingen Rohr, ne? Wobei eine Gunblade... Boah, ich habe noch einen zweiten Stern. Hilfe. Wobei eine Gunblade hat dann Rohr. Ja, jetzt habe ich zwei Sterne. Wie benutze ich die denn? Oh nein. Du brauchst drei, ich habe auch noch einen. Dann kannst du unser Magier sein. Also, dann ist schon... Ja gut, du bist ja aber eher so der Aktive. Ja eben, du bist hier der Aktive. Du kannst hier gerne meine Sterne haben. Ich bin der aktive Part. Nice. Nice. Das ist gut. Ein Stern, der deinen Namen trägt. So. Oh, ich habe eine hastige Fessel gefunden. Nice. Ich finde all die Sachen, die ich brauche. All die Sachen? So, ich nehme jetzt hier noch so ein... Da klopft jemand bei uns an der Tür. Ah, es wird wieder hell. Okay. Jetzt, wo es wieder hell wird, dann nehme ich... Ich habe einen überlegenen Zombie-Arm gefunden. Damit kannst du zubauen, wenn du willst. Ja, ich gehe jetzt auf Abenteuer. I'm going on an adventure! Ja, ich komme dir entgegen. Du kommst in meine Richtung. Ja, ich komme dir entgegen. Warte, lass uns mal eben hier tauschen. Also den Zombie-Arm kannst du haben. Der ist richtig nice sogar hier. Aha. Ist eine nice Waffe. Nicer. Und ich mach mir mal hier das Schmuckstück rein mit der Fessel, die ich jetzt am Arm trage. Ja, ich werde jetzt hier so ein bisschen. Guck dir das an. Oh, Accessoires. Oh, du siehst so edel aus. Ist das eine Leiter, die du hier gebaut hast? Oder? Komm hier. Das ist ein Seil. Da kannst du dich abseilen. Oh, verstehst? Ich sehe. Achso, außerdem hier. Ich glaube, es ist schon Tag. Wir sollten jetzt keine Sterne mehr tauschen. Weil die gehen dann kaputt, wenn man die wirft. Ach, echt? Okay, nee, dann lassen wir das mal lieber. Sterne sind nachtaktive Wesen. Ja! Okay. Haben die aber gesagt. Ich hab irgendwie die Lust, hier reinzugraben, aus einem ganz einfachen Grund. Aber hier vorne ist doch eine Höhle. Wo ist eine Höhle? Du musst einfach nur auf die andere Seite von dem Berg kommen. Ich gehe auf die Höhle. Dann nicht direkt den Eingang. Das sieht aus wie ein Gesicht. Wo ist. Das ist mein Gesicht? Da kann ich nichts für. Das sieht aus wie ein Gesicht. Ah, Vorsicht, Viech! Zack, abgeschossen, Junge. Nice. Alter Aimbot. So. Jetzt müssen wir mal hier. Eine Holzkiste. Habe ich keine Fackeln? Ein Holzbumerang! Ich habe keine Fackeln mehr. Du gehst ja toll auf Adventure. Nein, im Gang on Adventure. Nein, Hilfe! Wo ist mein Zombie-Arm? Hä? Hast du die Kiste hier gerade platziert? Ja, nein, die hab ich geplündert. Ich war ein Abenteurer wie ihr. Bevor ich keine Fackeln mehr hatte. Bevor ich eine Fackel ins Bein gekriegt habe. Oh mein Gott, Krebse! All die Krebse da unten. Was ist denn da los? Holy shit. Krebs Heaven. Da will ich mal reinhalten. Geh du zuerst. Ja, viel warte. Spaß. Ja, hier. Wo sind die Krebse? Wie Krebsmenschen, wie Krebs schmecken? Nee. Piu. Oh nein, nicht den Bogen wegschmeißen! Esst Omas alte Kekse! Da, Zombie-Arm ins Gesicht. Ich sehe nichts, aber egal. So. Ich mach Licht. Wo ist Licht? Da ist Licht. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Haben wir irgendwas gelootet? Nein. Oh, Zombie-Krebs. Wir kommen hier nie wieder raus. Nee, du nimmst hier so. Goblin-Statue, nein. Was ist hier unten? Sicke. Warum werfe ich eigentlich immer meine Sachen weg? Das mit Rechtsklick. Was ist los Sand. Mit mir? Sand, der aus meinen Augen tropft. Was? Wenn ich noch einmal was wegwerfe, ne, mit Rechtsklick, ne, dann trinke ich Bleiche. Ohne Witz. Komm jetzt hier runter. Abenteuer. Abenteuer? Und das wird die letzte Folge von Terraria sein. Und sie wurden nie wieder gesehen. Ja, ich merke das schon. Was ist das hier für eine Sicke? Das ist einfach nur Wasser aus dem anderen Biom. Ein Haus, das unter Wasser steht. Oh, was? Mit einem Piano drin. Aua. Oh, was ist das? Oh mein Gott, ein Wurm. Geh weg, du. Komm hier hoch. He is dangerous. Aua. It's a dangerous creature. Was ist das denn?
Was ist denn Dangerous Creature? Da kommt doch noch was. Da kommt doch noch was. Oh mein Gott, Ameise. Holy shit, okay. So, wo sind wir? Aber okay, du verlierst keine Klamotten. Okay, das ist gut. Nee, ich verliere keine Klamotten. Also, du verlierst gerade Geld, aber das ist halt so. Ja, aber scheiß auf Geld. Schnüller ja, Mammon. Drive Day. Naja, egal. Also, ja. Also, was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ? Das ist der Fremdenführer. Der ist Alter, in unserem Haus. Alter, was machst du in unserem Haus? Der lebt jetzt einfach hier. Dude, der Igel wohnt jetzt hier. Der Igel wohnt jetzt hier. Wenn du hier noch eine Tür hinmachen würdest und noch ein. Ich versuche das gerade mal. Also, wenn du jetzt hier so machst. So und so und so. Und dann kannst du sagen, du möchtest in deiner Behausung, möchtest du hier sagen. Was ist das für eine Tür? Diese Behausung ist geeignet. Wenn diese, da kommt gleich ein NPC, der einfach hier einzieht, weil das Haus, weil der Raum so schön ist. Aha. Vielleicht kriegen wir die Krankenschwester. Ich will die Krankenschwester. Nice, okay, dann muss ich hier noch bauen. Okay, warte hier, ich baue noch der Krankenschwester hier. Goblin-Statue, go! Ja, dann mache ich hier noch die Krebsstatue. Go! Jawohl, was willst du? Er sagt, es ist schlechtes Wetter. Nice. Das ist mir aufgefallen, danke. Danke. So, dann. Oh, Captain Obvious. Dann werde ich hier ein bisschen. Oh, eine Rüstungsstatue, auch schön. Noch ein bisschen. Es gibt bauen. Schon tolle Sachen, die man hier bauen kann. Das fällt einem immer wieder auf. Man verliert sich auch so da drin. Das kann ich auch. So. Narrenpfeile. Könnte eigentlich mal. Wie groß muss denn unser Haus werden? Was sagst du denn? Groß. Groß? Ja, ich mag es groß. Okay, soll ich einen Turm bauen oder soll ich eher so in die Breite gehen oder? Ja, ein Turm wäre ja schon nicht schlecht. Ein Turm? Okay, dann Turm mit dem ich kann Feuerpfeile bauen. Okay, Steinblock. Ich brauche dann noch mehr Alter. So, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, mal schauen, ob da noch jemand einzieht. Aber du willst dich weiter dem schnöden Mammon. Ja, Abenteuer. Ich habe jetzt Abenteuer gehabt. Abenteuer, und, nope. War genug Abenteuer. Ich geh wieder rein, furchtlos. Das mache ich eben noch, was da drin ist. Ein Seil. Ich brauche mehr Stein, ich habe keinen Stein mehr. Meh. Tja. Nein, so. Oh, dann nehme ich jetzt mal den Dreck. Ne, das Dreck nehme ich. Das nehme ich mit. Nehme ich das mit? Was nehme ich mit? Ich bin so verwirrt, Leute. Oh Mann. Das ist doch alles nicht so schwer. Du willst ein Haus bauen, dann baue ein Haus. Okay. Mit deinen eigenen Händen. Okay, dann tue ich das. Wenn der Ustra sagt, ich kann das, dann kann ich das. Boah, hab ich den weit weggezogen, Alter. Wieso ist es denn jetzt schon wieder dunkel? Was ist denn falsch? Charaton wurde vernichtet von Grabkriecher. Was? Okay. Nein, ich bin doch hier. Achso, naja, ja, der Grabkriecher, der ist ein Arsch mit Ohren. Was habe ich hier? Dreckblock. Weg! Ja! Einfach mal wegschmeißen. Zombiearm. So, ich gehe jetzt Steine holen. Wo habe ich denn Glowsticks? Einer muss ja. Okay. Einer muss ja hier sich um das Haus kümmern. Oh, ein Piano. Ich habe ein Piano mit. Ich bringe ein Piano mit und eine Goldkiste. Was ist denn da drin? Gold? Schuhspikes. Nice, ja, das wäre zu einfach gewesen, wenn da Schuhspikes drin gewesen wäre. Wenn da Gold drin. Schuhspikes. Mann, kennst du das? Du willst irgendwas anderes sagen, aber weil jemand anderes was sagt, sagst du das, was derjenige sagt? Das geht mir ganz auf Penis. Gott. Was habe ich denn hier? Ui, hübsch. Schuhkrallen, ich bin so cool. Was ist das? Zinnerz. Oh, ich habe Zinnerz gefunden. Yes. Das hast du gut gemacht. Das bin ich, wie ich das gut gemacht habe. Dann nehme ich das mal mit. Ich weiß nicht, was wir daraus bauen können. Wahrscheinlich Stuff. Aus Zinnerz kannst du Stuff bauen, ja. Und halt zur Not kannst du Gleise damit bauen. Gleise? Ja, weil wir hier ja, Züge brauchen. Ja, natürlich brauchen wir Züge. Hallo? Ein Spiel ohne Züge ist kein vollständiges Spiel. Was ich ganz gerne wieder hätte, wären B-Züge. Was? Warte, was? Bezüge, weil Geld und so, weil Weihnachten. Geld, Weihnachten war teuer. Ach so, ja. Ja, ich bin witziger mit Live-Publikum. Ich baue zu viele Seile. Ja, ich habe die Hälfte von deinen alles. Seilen. Ich habe die Hälfte deiner Seile schon wieder mitbekommen.
Ich verstehe das einfach nur. Naja, gut, aber es ist ein interessantes, witziges Spiel, wo man Dinge tun kann. Ich hätte es natürlich gerne ein bisschen festlicher gehabt, aber die Monster wollen nichts Festliches droppen. Also haben die was davon. Ich habe ein Piano mitgebracht. Mal gucken, ob man das spielen kann. Deswegen bringe ich das mal nach Hause. Das wäre nochmal was hier. Mit meinem Wurmlochtrank. Wurm. So. Ich grab mich mal hier weiter. So. Oh, Ustra hat sich zu da. Hi. Na, hallo. Grüß dich. Du hier? Ja, ich wohne hier auch. Ab und zu. Jeden dritten Dienstag. Jeden dritten Dienstag. Und auf Tagen, die mit G enden. So ist es. Ich baue. Ich will zu dumm zum Springen. Das macht nichts. Jetzt habe ich's. Ich habe nichts gegen Menschen mit Behinderung. Los, spiel das Piano. Ikoioi. Nein? Okay, schade. Schön, wie viel Steine haben wir mittlerweile? 18. 15. Oh, da habe ich ein Piano gebaut und bringt es nichts. Naja, gut. Dann würde ich sagen, für diese Folge Terraria schaue ich hinten den Felsen beim Abbauen zu, denn da ist Wasser an den Hängen. Und ihr wisst ja, Wasser ist stetig. Gut. Kann man hier, baut hier Wasser auch wie im echten Leben eigentlich Terrain ab? Nein. Ne? Weiß ich nicht. Kann ja sein. Kann ja. Könnte sein. Aber wie gesagt, die einzige Kraft, die es hier gibt, ist Schwerkraft. Es gibt keine andere physische Gesetze gibt es eigentlich nicht. Du kannst auch keine Seebildung oder so richtig haben. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Genug davon. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut mehr rein.